Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Primetime Gaming mit einer Runde Rainbow Six Siege. Mit dabei der Jörgi, der Patz, der gerade noch nicht da ist, der Safus und ich, der Spanger. Hi. Spielt man das Spiel nochmal? Und ich habe gerade noch ein paar letzte Einstellungen an OBS getroffen, deswegen muss ich leider einen Rekord spielen. Während unser werter Herr fragt, so kompetent ist, einfach mal kurz vor der Aufnahme auf AFK zu gehen. Ja, so wie man es halt machen muss. Wäre doch langweilig, oder? Ja, also, er braucht eine Herausforderung. 10 Sekunden noch. Kann sich mal jemand um diese Drohnen kümmern? Dankeschön. 5 Sekunden noch. Aber Rekruten vor der Wende, ne? Also tatsächlich weiß ich überhaupt nicht mehr, wie man das Spiel spielt. Ach, der Herr Freck ist auch mal wieder da! Ich wollte ein bisschen rekruten sollen. Das dachte ich mir schon. Du bist ein Rekrut, ja, das passt schon ganz gut. Dafür sieht hübsch aus. Wieso kann ich hier nicht verbarrikadieren? Ich hab einen Bug. Die sind schon oben. So, ich hab keine mehr. Wow. Hat hier vorne noch jemand so ein. Ich bin ja nur Rekrut. Hat hier vorne noch jemand einen Schutz? Ich hab noch einen Reinforcing. Ja, jetzt muss aber. Hier neben Chris. Wir haben hier aber wichtigere Sachen. Hier ist die Garage noch offen. Ich hab schon in der Garage. Ich hab auch schon. Oh, warte, ich muss noch. Ach, die sprengen sich hier durch. Oh, ich muss Rüstung nehmen. Ja, das Schild in der oberen Etage. Wie duckt man? Ach, C war ducken? Ja, C. Ja. Man merkt, wir haben schon. Ganz oft viel gespielt. Da draußen ist viel zu hell, aber die sieht mich doch sehr. Kann ich nicht. Hier ist ein Schild. Man kann gar nicht springen. Da hat gerade irgendjemand auf euch geschossen. Ich hab nämlich so einen Hit. Ja, ich hab auch so einen Pfeil. Oh, Schild down. Da war nur noch einer. Mir kommt kein Schild runter. Oh, haben wir einen. Ah, da ist noch Firmite. Jörg. Ich guck, nichts passiert. Jörg guckt, stirbt sofort. Hä, ich bin noch nicht tot? Ich bin gestorben. Hä? Also du warst das, ja. Ich brauch Hilfe, Frank! Wieso sind wir eigentlich schon wieder zu viert? Komplett andere Wand. Was soll denn das? Bin geflüchtet. Sind wir wieder bei dem Thema liefern, ne? Ich lebe noch. Oh, hallo Spanger. Ich seh dich auf der Kamera. Natürlich hat er mich... Der hat doch nicht mal auf mich gezielt. Das ist doch ein Witz. Leck mich. Ein Witz. Hat schon mal einen Alarm ausgelöst. Alles Hacker, sag ich euch. Ich hab bis jetzt den einzigen Kill, das ist wichtig. Der ist schon angehittet, der Typ. Merk ich. Oh. Er ist angehittet. Wenn du ihm mit dem Arm schießt, das macht kommt nicht viel. Eigentlich noch irgendjemand von der Garage? Ja, Garage war eben auch noch jemand. Der will irgendwie nicht kommen. Er stresst auch nichts, er hat noch 2 Minuten Zeit. 7 HP, yay. Yay! Wow! Da ist der in der Garage. Wow. Noob down. Der mich da noch erwischt hat. Nice. Der muss irgendwo in der Nähe. Oh, hinter mir. Ah, Garage, Garage. Was ist der letzte? Ach, hä, was? Ich war. Herr, aber Patz wurde. Kein Klag am Boden. Ja, vor allem war ich schon hinter dem Ding am Boden. Das hab ich überhaupt nicht gerafft. Ja, die Kugel hat halt sich noch in dein Bein gebohrt und danach bist du umgefallen, so weil du gerade um die Ecke gelaufen bist. Wie die Wand hinter mir erschreckt hat, als sie explodiert ist, Alter. Oh, ist so eine schöne Map, die werden wir jetzt hier mal nicht verlieren, ja. Junge, ey, macht's BÄM und auf einmal hinter mir ist die Wand weg. Junge, das ist der Flex, ey. Wow. Die Schilder auf Fuse, ich hab mal das auf Fuse. Aber ich werd geflamed, wenn man bei einer Geisel Fuse spielt, ja, alles klar. Ja. Ja, weil du die Geisel damit schon zweimal getötet hast. Ich bin Trendsetter. Wer knistert denn da so? Und das mitten in der Aufnahme. Ehrlich mal. Der Knus hier. Nein, ist der Knus. Kriegt sofort einen Insta-Ban. Ja, ja. Blockieren war mit X. Das Blockieren war mit X. Markieren, nicht blockieren. Wäre auch nicht schlecht. Ja, unten oder was? Nee. Erste Etage. Scheiße. Aber von unten kam der. Oder? Ja, also Ground Floor meine ich damit. Ja, Ground ist das glaube ich. Oder? Ja, Erdgeschoss. Nachdem wir nun alle falschen Behauptungen durch hatten. Hier, markier den mal, der ist noch nicht markiert vor dir. Nein, nee, nee. Nicht markieren. Ja. Nein, ich meine nur, ich dachte, wenn man da lange genug drauf guckt, müsste der doch eigentlich dann hier sichtbar werden. Ach, identifiziert, ja. Ey, macht den Unterschied. Ja, sorry. Soll ich da jetzt irgendwie nicht reinfließen? Wo wollten hier rein? Hier am Fenster vielleicht?
Soll ich mal mit dem Schnipper gucken? Oh, hier ist offen, aber keins offen. Ja, es gibt so keine Schnipperposition auf dieser Map, Chris. Sie. Da ist ein Fenster offen. Sie. Soll ich aufmachen? Lass doch, ich hab doch Shotgun. Naja. Oh, scheiße, ich bin in der Etage. Das ist Frostfalle. Frostfalle ist weg. Achso, die sind da unten, gell? Nach wie vor. Die haben hier unten gerade auch einen abgespawnt. Der eine liegt verletzt am Boden. Jetzt nicht mehr. Hey. LOL! Ich hab gedacht, das wäre die Geisel. Oh. Ey, wieso kann ich da nicht durchwerfen? Wo war denn der? Im Fenster direkt. Der hat richtig dumm gespielt. Ich hab gedacht, der wäre die Geisel. Ach, dann hat er scheinbar doch nicht so dumm gespielt. Doch. Oh Gott! Da guckt einer. Leute, der war oben in dem Treppenhaus. Komm. Das brauch ich gar nicht zu probieren. Was? Der war unten im Treppenhaus. Och Mann! Oh Leute, ich kann euch sagen, gell? Ich war heute in Erfurt am Bahnhof. Und hab mir in diesem Coffeeshop. Also ich dachte, das wäre die Aussage gewesen. Er kommt logischerweise noch was. Okay, und hab mir in diesem Coffeeshop. Ne? Ist gut jetzt. Freak ist übrigens nicht mehr in den Aufnahmen dabei, ab sofort. Wollte ich euch nochmal so mitteilen. Da war so groß Werbung, weißt du, jetzt neu. Iced Coffee Americano. Ach, so, okay. Klingt ja nicht schlecht, ne? Eiskaffee und so, ne? Und? Boah, also Spülwasser hat verhältnismäßig einen echt leckeren Geschmack. Ich muss nachher noch spülen. Also war das war's. Nicht bei Starbucks, oder? Das ist kein Starbucks. Wer kauft sich denn bei Starbucks? Sonst solltest du alles nur übelst teuer. Nur noch ein Gegner über. Ja, am Bahnhof in Erfurt gibt's auch kein Starbucks. Doch. Doch, das glaube ich auch, dass es da einen gibt. What? Haben wir es mal easy gemacht hier? Ich wollte schon sagen, Chris ist schon die ganze Zeit still, da muss er übelst konzentrieren. Keine Ahnung, ich war halt in dem Laden gegenüber von McDonald's. Starbucks Talk zugehört. So, stand es in der Ecke. Wow. Das war halt. Ja, das klingt halt so, dieser Name von diesem komischen Getränk schon klingt so nach Starbucks. Ich weiß nicht, ob das ein Starbucks ist. Ich war halt gegenüber von McDonald's in diesem Laden. Ja, dann nicht. Nee, wie gesagt, ich wusste nicht mal, dass da ein Starbucks ist bis jetzt. Obwohl, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ein Starbucks ist. Das letzte Mal, wo ich da war, habe ich da eigentlich keinen Starbucks gesehen. Ja, ihr müsst ja auch nicht drinnen gucken, ihr müsst ja an der Außenwand des Bahnhofsgebäudes gucken. Wow. Ja, wer ist denn bitte an der Wann Außenwand? Ich hab Bahnhof gesagt. Guck dir mal dieses People an. Das ist ja auch trotzdem noch das Bahnhofsgebäude. Piaple. Why can't people play without hacks? Ein Piaple. Seine Burner. Das ist die neue Apfelsorte. Ja. Also sowas ekelhaft. Vor allem der Becher hat 2,90 € gekostet, gell? Medium Size. Oh. Das war kein Starbucks! Das klingt alles nur nach Starbucks. Ja, das ist aber wirklich 100 Milliliter. Das war noch kein 100 Milliliter. Ich wäre sehr froh gewesen, wenn es 100 Milliliter gewesen wären. Ja, warum erzählst du denn wieder Unwahrheiten? Über diese Unwahrheiten, Katz, lass das mal. Noch jemand, der mit Satire nicht klarkommt. Jetzt geht's doch wieder. Und Leute, wenn ich jetzt mal ganz kurz minimieren muss, gell, und ihr dann den Ton hört, User has banned from the server. Die Wires wieder komplett aufnehmen kann. Einfach so. Einfach so. Also ich würde auch gerne wissen, wie ihr das macht. Also es ist echt. Oh nein. Rufnummer anonym, auch meine Oma ruft wahrscheinlich gerade an. Tut mir leid, Oma, ich hab gerade keine Zeit. Sag das deinem Telefon bitte auch, dass du keine Zeit hast. Ja, meinem Telefon kann ich das leider nicht sagen. Nein! Ist schon ausgegangen. Töte es! Nimm die Batterien raus! Mir egal! Beim Treppen, also nicht beim Haupteingang im Treppenhaus, sondern bei dem. Ich mach mal kurz meinen kleineren. Ja, oder mute dich! Lol. Da ist gerade einer übelst schnell vor dem Fenster runtergeslidet. Vor allem genau da, wo ich mein Headset rausgezogen hab. Oben, Schwange. Wo am Fenster oben. Direkt bei dem Fenster, wo du gerade eben noch geguckt hast, oben. Das wollte ich von. Hä? Ja, wahrscheinlich von dem hinter dir oben. Ich glaube, die haben jetzt ihre Hacks auch angemacht, weil sie dachten, Spange hackt. Ich dachte, der ist schon da. Hat sogar seinen Kopf gesehen, aber hat mich nicht. Oh, da das kam eine Granate. Nee, was ist das? Ja, aber MP. MP. Unser was stirbt da, jetzt. Da kommt einer aus dem links Kinderschlafzimmer. Da vor ist links. Ja, wow, muss ich noch mal hingucken. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt.
Lol, da sind die zu viert. Du siehst nichts. Doch. Ah, fuck. Die waren zu viert vor dem Fenster. Oh. Lol. Nein, nein. Ja, genau, links. Alles links, alles links. Wer ist da? Links. Jetzt auch. Und rechts. Das war mein. Ja, was soll ich machen, Alter? Nice try. Mann, ich dachte, du machst MLG 360 hier einen schnellen Headshot. Wollen wir mal als Nazi bezeichnet werden? Ja, aber dann kam der andere einfach durchs Fenster. Was wollen wir? Wollen wir mal als Nazi bezeichnet werden? Nazi? Nein. Einfach mal was auf Deutsch schreiben. Nein. Nimm mal diese Hacker, schlimm sowas. erstmal einen einschicken. Es klang eher so, als hätte sie gerade gepinkelt. Für das deutsche Volk. Verzeihung, seine Tasse gepinkelt. Ja. Ich, nein. Ja, was? Ich hab gerade mit was zu trinken. Chris hat doch auf dem Laptop, der ist bestimmt gerade aufs Klo gegangen. Ja, was? Ja. Nein, ich trinke meinen Tee. Live Goals. Kann hier gerade nicht unterbrechen. Ja, jetzt muss ich das Laptop mir aufs Klo nehmen. Nein, ich spiel doch gerade keinen Dark Souls mehr. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Dark Souls 3, ja. Neu erschienen. Von einer Person hier in dieser Lobby schon 300 Mal durchgesuchtet. Nein, New Game plus 1 nach einer Woche erst. Das wundert mich eigentlich, Jörg. Was ist da los? Ja, er will alle Errungenschaften machen, ja. Ich habe bestimmt 15 Stunden gebraucht, um die Kamera jetzt fertig zu kriegen. Ja. Also allein heute, ne? Nein, laber kein Scheiß. Aber man muss Jörg, auch für entschuldigen, laut eigenen Aussagen seines Vaters ist er ja auch krankhaft am Spielen. Du bist krank, Jörg. Ja, krank. Geisel entdeckt. Jetzt machen wir aber halt geschafft, lang. Studium ist genauso wichtig, ja. Genauso wichtig. Das erste Mal habe ich in meinem Leben hier eine Kamera zerstört. Studium ist genauso wichtig wie Dark Souls 3. Vielleicht. Naja, die Prioritäten könnten noch leicht abweichen Richtung Dark Souls 3, aber... Ja, eben. Seid ihr da krank, oder was? Alter. Erst wird immer Studium gemacht und dann geht's ab. Ja, so 5 Minuten. Nein! Hä? Oh mein Gott! Jetzt. Ich brauch mal Hilfe. Ja, ich bin schon da. Ich hab mich eigentlich abgeseilt. Da bin ich einen Schritt nach vorne, weil ich dachte, das ist die Animation nach vorne und dann... Soll ich hier mal aufmachen? Ja, ich kann. Warte, ich kann hochklettern. Muss hier mal kurz raus. Hä? Wo bist du? Ach, da bist du. Bereit? Wo willst du aufmachen? Hier drüben. What the fuck? Ja, das sehe ich ja nicht mehr. Wo ist meine. Hä? Ach, Scheiße. Ah, ich wollte jetzt schon fast eine Granate da reinschmeißen. Ja, das ist zuständig gleich meine Drohne. Warum immer dort ein Teamgerät war? Keine Ahnung, wahrscheinlich eine Drohne. Nice, oh, Jörg. Ich hab einen ein Handy gegeben. Lucky, nice. Aber ich hab ihm ein Handy gegeben. Komm, oben ist ja gerade keiner. Wobei, die sind doch oben, gell? Ja, du bist doch gar nicht drin, ja. Nee, Alter, ich bin doch noch nicht drin. Ich hab doch... Oh, mein Spiel hat sich... Da, hast du den Gang gecovert? Ja, da ist auch einer. Und der ist tot. Der Gang ist in under control. Hm. Guck mal rein. Ich würde ja mal eine Granate reinschmeißen, aber... Ja, nicht auf die Geisel nach Möglichkeit. Aua, der ist da, wo ich eben saß. Hinter der Wand direkt. Wie er runtergefallen ist. Einer liegt direkt neben der Geisel, unten neben den Holzblättern. Ich glaube, ich muss mal mit reinkommen, auch als Sniper. Jupp. Ey, müsst mal helfen, ja. Ja, wir haben noch 2 Minuten, alles easy. Na toll, hier ist ja zu. Das ist übrigens einfach, der eine steht... da wo ich eben saß. Ja, ich wollte auch nur die Seite wechseln. Und der andere ist direkt neben der Hostage. Neben den Holzbrettern liegt der. Wie seid ihr da? Da ist... Ja, das blendet. Warte, ich guck von der anderen Seite rein. So, Frost down. Nein! Da war eine Matte. Sehr schön. Als ich in die Matte gerannt bin, hat hoffentlich keiner gesehen. Hat hoffentlich keiner gesehen als Aufhänder. Ja, gut. Ach, Alter, was ist das erstmal auf der Geisel, ne? Da lieg ich! Hallo! Oh, Overtime, ey. Der Aufnahme, ne? Ja. Er guckt doch hier sowieso keiner. Ein oh, erstmal Jörg den Bandit wegschnappen. Ja, das ist super. Erstmal Doktor spielen. Ja, dann muss ich den Rook spielen. Ey, der Rook hat eine neue Waffe? Rook
Come meet me at my cat. Nicht, dass ich wüsste. Ach, ich hab noch nie die Shotgun gespielt bisher. Alles klar. Alter, ich will eine neue Waffe. Oh nee. Eine Woche Dark Souls 3 und Jörg hat die Welt um sich herum vergessen. Ach, stimmt. Ja. Wir wussten alle nicht mehr, wie das Spiel geht, ja, also. Also ich weiß noch voll, wie das Spiel geht. Deswegen bin ich ja auch Zweiter in unserem Team, aber Erster von uns. Ich bin immer nicht mehr Letzter, ja? Nicht so wie am Anfang. Ich spiele auf dem Laptop. Ja, ich spiele auch auf dem Laptop, was ist das denn aus? Dein Laptop ist teurer als meins. Ja, genau. Kann ja nicht drauf. Enemy find the hostel. Boah! Schieß mir noch ins Bein, Junge. Ja, hab ich ja extra, deswegen hab ich extra aufgehört. Hier ist aber auch eine Drohne drin. Hast du die nicht kaputt gemacht? Ich bin gerade noch am überlegen, wo ich erstmal meine Armor-Panels platziere. Ich wollte hier die Fenster abholen, weil du hast keine drei Stücke. Eins habe ich noch. Ja, aber bei drei Stück lohnt sich das nicht so richtig. Sicher? Sehr sicher. Warum hat eigentlich niemand den Haupt eingesetzt? Die stehen mitten im Schuss. Wandverstärkung wird eingesetzt. Quatsch da. Alter, das sieht so aus, als ob das Fenster gar nicht zu wäre, so viel Licht kommt da durch. Einer kleines Fenster, bei kleinen Fenstern einer. Ja, von dem Spot aus, wo sonst der Sniper draußen steht, da guckt Firmite durch das kleine Fenster. Das habe ich doch gerade angesagt. Ich hörte doch nicht zu. Ja, GG, deswegen bist du auch gestorben. Ey, das hast du vielleicht angesagt, nachdem ich tot war? Nein, das habe ich davor gesagt. Das glaube ich dir nicht. Einer liegt auf dem Dach da draußen. Die Hexe in mir. Da, wo es rot aufblinkt, liegt ein Sniper draußen auf dem Dach. Ja, der ist direkt neben mir. Aber ich schieße jetzt bestimmt nicht durch die Wand. Schön, Schwanger. Ich hab's drauf auf der Aufnahme. Immer diese Headshots, Alter. Ja, auf Headshots kommt's halt an im Leben. Oh! Ja, genau. Das ist das Ziel des Lebens. Headshots verteilen. Ja. Kommt, die Overtime holen wir uns. Über mir was? Warte, jetzt war einer noch einer am Fenster. Ziel lokalisiert. Ein Gegner verbleibt. Das jetzt ist ein Fetcher. Ziele aufgespürt. Der ist auch wohl bespange. Seilt sich doch keiner ab. Dichte wäre nie gewesen. Okay. Das ist gefallen. Er ist runtergefallen. Geh. Okay, er ist sogar so dörf. Wie war das mit erster von uns? Ja, bevor du hier irgendwelche Hex angemacht hast. Bin ich mehr Letzter. Ja, yeah, ich hab 2 Kills. Hart erkämpfter Sieg. Easy Sieg meinten sie, glaube ich. Ja, easy. GG. Easy. Easy. Gut, dann gucken wir uns nochmal an, wie Jörg Letzter ist und ich gefühlt Erster. Und wie ich Errungenschaften gewinne. Und dann sehen wir uns natürlich im nächsten Video von Primetime Gaming. Bis dahin. Ciao. Tschüss.